Hallo, wissen Sie, wo wir da sind? Das ist das Kanzleramt. Ja, ja, ich habe gerade geschaut, es brennt noch Licht. Er regiert noch. Ja. Oh, haben Sie gesehen? Jetzt tritt er zurück. Vom Schreibtisch. Ja, wir haben heute Scheibenwischer-Finale. Hildebrand tritt auch zurück, aber nur vom Scheibenwischer. Mensch, da gehen schon Leute rein. Ich glaube, ich muss, gell? Also bis gleich. Servus. Ja gut, ich hab. Ist richtig, ich höre auf. Ja. Aber der da drüben hat noch gar nicht angefangen. Im Bundeskanzleramt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie da sind, weil ich hatte Sie gar nicht mehr erwartet. Ja, weil es sind ja die Emigrationswelle hat jäh zugenommen. Hunderttausende von Menschen sind verschwunden, das ist Ihnen klar, nicht? In Deutschland. Hunderttausende, in Bayern. Also Hunderttausende SPD-Wähler müssen verschwunden sein. Es kann nicht sein. Und just jetzt, also dem Stoiber kann es gar keinen Spaß gemacht haben, weil so widerstandslos, das also hat er noch nie gehabt. Und er hat auch sofort eine Tasse Champagner geöffnet. Und es war eitel Sonnenschein. Und just in diesem Moment, am nächsten Tag, lese ich eine Meldung, obwohl man doch weiß, in Bayern ist alles besser, ist die soziale Gerechtigkeit besser, die Steuermoral ist besser. Alles ist natürlich da besser. Und in dem Moment, sein Freund Boris Becker sagt, er zieht in die Schweiz. Ist das eine Niederlage? Er zieht Boris Becker zieht nach Zug. Er verschweizt seine Steuerschulden. Er hinterzieht nach Zug. So, unglaublich. Ja, aber das ist üblich, weil alle diese Promis, die zahlen ihre Steuern ganz woanders, der Schumacher und der Flick und so, die alle zahlen ihre Steuern irgendwo in allen anderen Ländern. Beckenbauer zahlt seine Steuern auch ganz woanders. Wissen Sie, die Großkonzerne zahlen ja schon längst, das ist ein großes Beispiel, schon längst keinen Cent mehr Steuern, keinen Cent mehr. Und deswegen müssen ja, danke, Sie sind aber... Sie sind aber, wie Sie hören, in der Minderheit. Die zahlen alle keine Steuern mehr und deswegen müssen die Kommunen jetzt die Büchereien schließen und die Bäder und die Kindertagesstätten. Kommt wieder ein Staatsbesuch oder was? Oder haut er ab jetzt? Das stimmt nicht, da hätte man Müntefering schon angerufen vorher. Aber auf jeden Fall, die Kindertagesstätten, da habe ich mich schon gefragt, die sollen ja geschlossen werden. Wo sind die Windeln hergekommen für die Windelkette? Die haben ja hier in Berlin eine Demonstration gegen die Schließung der Kitas gemacht mit einer Windelkette, also so wie eine Lichterkette, nur mit Windeln. Und da habe ich mir gedacht, das ist sehr, sehr, sehr gut und das ist prima, das ist eine gute Idee. Nur wo sind die Windeln hergekommen? Wer hat sie hergestellt?
Nicht? Und da denke ich mir so, Indien wahrscheinlich, Indien. Die Firma wird heißen Incontinential Global oder so. Aber ich habe mir gedacht, wer zahlt überhaupt noch die Steuern, die aufgrund seines Einkommens wirklich zahlen muss? Ich habe da meinen Steuercoach gefragt und habe ihn gefragt, wie ziehe ich nach Zug? Und da hat er gesagt, Borussia Dortmund. Du musst Borussia Dortmund fragen, das ist so, die haben ein tolles Steuererleichterungsprogramm. Der Präses, der Meier, der hat das zwar ganz erstaunt, dass der Eichel das überprüfen will. Da hat er gesagt, also Fußballspieler, die nach 17 Uhr spielen, so Abendspiele, ja, die kriegen einen steuerabzugsfreien Vorteil, dadurch, dass sie eben als Nachtschicht abrechnen können. Ja, bei Fußball-Europapokal, da gibt es sehr oft Verlängerungen, Überstunden. Die werden als Überstunden abgerechnet, steuerfrei. Und ihre Siegprämien verrechnen sie als Trinkgelder. Und da habe ich mir gedacht, warum ich nicht? Also ich bin bekannt dafür, wir alle treten abends auf. Nicht? Ja, wieso? Nachtzulage, natürlich, abzugsfrei, steuerabzugsfrei. Nachts wache ich manchmal auf und mache mir Gedanken. Ja. Es ist so, die soziale Gerechtigkeit ist überall. Wer sie nicht findet, sucht an der falschen Stelle. Jetzt. Servus. Dieter, falls du mich gern vermissen würdest, gell, ich wäre jetzt da. Du warst noch da. Ich wäre da, weil ich immer da. Ich habe übrigens also auch mit den Kollegen vom Finanzamt gesprochen, mit denen kann man reden. Ja, ja, aber keine Chance. Gell. Aber reden lassen Sie mit sich. Da, wirklich, Sie hören zu und Sie sagen aber, weißt du, ab 10 Millionen, da, 10, 20 Millionen, da könnte man mal ins Gespräch kommen, aber sonst. Also irgendwie fehlt dir der feierliche Glanz in deinem Gesicht. Irgendwie, also. Warum? Ah, Mensch, der 3. Oktober, der ist doch erst morgen. Daran habe ich wieder nicht gedacht, um Gottes Willen. Ist ja unverzeihlich, Vereinigung. Ja, natürlich wieder. Tag der Feindseligkeit. Die Filme über... Beginn der Feindseligkeit. Ja. Ja, aber weißt du, die Filme über die Wiedervereinigung werden immer trauriger. Ist das schon aufgefallen? Scheine zu viel. Immer trauriger. Das große Elend in Brandenburg. Es soll ein Film in Vorbereitung sein. Der Titel heißt Jesus kam nur bis Jüterbock. Es wäre nett, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, darauf was zu erwidern. Ich wollte sagen, Jüterbock geht ja noch. Manche kommen an solchen Tagen ja gar nicht bis zum kalten Buffet. Das Finger weg, das ist für nachher. Herr Dombrowski, eine Frage. Sie, Trauer, haben Sie einen Trauerfall? Ja. Ah, der Todestag der DDR, oder was? Nein, Leni Riefenstahl, der Führer hat sie zu sich genommen. Hättet ihr vor 23 Jahren gedacht? Wahnsinn. Moment. Was? Stimmt, ja. Na, Richard, eine Frage. Ja. Vor 23 Jahren, was war da? Da habe ich eine Fernsehsendung gesehen, die hieß Scheibenwischer. Mhm. Ja. Und es war schon die zweite Ausgabe. Da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, hättest du gedacht, dass die ARD einer politischen Unterhaltungssendung eine zweite Chance gibt? Und jetzt rate mal, bisher. Und wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Na, lass uns raten. Wahnsinn! Ja, und wussten Sie eigentlich, Kollege Roger, dass ich Sie vom ersten Tag Ihres verzweifelten Bemühens an immer Dr. Ruppig genannt habe? Nein, aber trotzdem Wahnsinn. Gut. Meine Herren, ich finde, wir sollten in geziemender Form jetzt die Verdienste unserer gemeinsamen Bemühungen in das schlechte Licht drücken, was hier seit 10, 20 Jahren gemacht wird. Bravo! 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 Wenn es niemand macht, kann ich das übernehmen. Bitte? Wir haben in nimmermüder Absicht Masken heruntergerissen und entlarvt. Wir haben hingewiesen, wir haben
Tausende von Spiegeln vorgehalten. Ja, wir haben Wunden aufgerissen. Ja. Ah, ich habe persönlich Finger in Wunden gelegt. Oh. Ja. Oh, ja, ja. Da muss die Wunde zugebissen haben. Gut. Ja, ja. Bitte? Bitte, ich glaube, ich bin noch dran, oder? Ja, ich bin noch dran. Ja, ja. Oder? Hängen wir jetzt schon, oder was? Mach schnell. Also, jetzt. Bitte, also, ja? Nein, nein, in Berlin. Ja, in Berlin hängen wir nicht, ja. Aber wir haben uns dermaßen auf Bonn eingeschossen. Und dann sind die Kollegen einfach umgezogen nach Berlin. Ja, das waren wir. Also, ja. Das waren wir. Und die völkische Umerziehung, stell dir mal vor, wir haben es geschafft, die völkische Umerziehung. Der Bush hat gesagt, die Deutschen wären notorische Pazifisten. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das waren wir noch, lieber. Wir haben die Bundeswehr neutralisiert. Oh ja. Eine Armee ohne Munition, ohne Verteidigungswillen, die man nirgends mehr hinschicken kann. Noch nicht mal zum Hindukusch. Oh, zum Bridge-Spielen an die Riviera. Uns ist das gelungen. Uns. Wir sollten uns auf die Schulter schlagen. Ja. Jawohl. Ja, super. Klasse. Was wir alles beigetragen haben zu dieser Demokratie, also man muss es einfach einmal sagen, die Korruption. Was haben wir die Korruption immer wieder hineingestochen in die Korruption? Immer wieder haben wir die Politiker darauf hingewiesen, bis die gemerkt haben, was da wirklich Geld drinsteckt. Also das ist... Wir haben uns auch um den Sport gekümmert. Ja, auch. Ja, wir haben die deutsche Fußballmannschaft so lange angemeckert, bis sie endlich so spielen, wie wir immer befürchtet haben. Und oder wir haben, wer hätte das überhaupt gedacht, nicht, dass das Fernsehprogramm so ist, wie wir immer behauptet haben? Ja. Also ich finde wirklich, ich möchte nicht übertreiben, aber wir haben wirklich getan, was wir konnten. Nicht? Also es ist doch kein Kernkraftwerk ohne unsere Kritik eröffnet worden. Also, ich würde sagen, schön, dass es uns gegeben hat. Richtig. Ja. Wenn man bedenkt, wie alles angefangen ist, ist es schon erstaunlich, dass es auch so endet. Wahnsinn. 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 Du. Lass mal. Wir müssen hier an dieser Linie stehen bleiben, damit wir im Licht bleiben. Nein, wir können auch vorgehen. Können wir auch vorgehen, aber nicht zu weit. Wir können ganz weit vorgehen. Nein, ich möchte nicht so weit vorgehen. Da ist die Nähe zu groß. Pass auf, ich wollte dich noch was fragen. Also, man muss doch einfach auch den Rhein-Main-Donau-Kanal, den habt ihr doch verhindert. Den haben wir verhindert, bis er fertig war. Ja. Und weißt du, was mir noch eingefallen ist? Wackersdorf, verhinderst du den? Wackersdorf, nein, das habt ihr doch auch verhindert. Nein, das war die Biermesselblosen. Was? Ja. Die haben das dann an die Franzosen verkauft. Es gibt so Gags, da können wir mir lachen. Ja. Und pass auf, noch was, eins muss ich noch sagen. Tschernobyl, erinnerst du dich? Schon lange her, Tschernobyl. Ja. Die Wolke, also das habt ihr die doch auch. Die hat der Dr. Oeller für Bayern abgeschaltet. Der hat sie überhaupt nicht vorbeifliegen lassen. Ich kann mich noch erinnern, dass der bayerische Umweltschutzminister extra einen verstrahlten Salatkopf gegessen hat. Aber er lebt noch. Ja. Überhaupt, die bayerische Regierung lebt eigentlich ganz gut noch. Das haben wir geschafft. Das wäre jetzt mein Beginn meines Solos. Ja, ich weiß, aber... Aber du kannst gern da bleiben. Also, aber wir haben... Ja. Aber... Wir haben auch etwas geschafft, was auch nicht jeder kann. Wir haben manchmal auch keine Schlusspointe gehabt. Da haben wir immer gesagt, wir wollten also wirklich pünktlich fertig sein. Das wird schwierig jetzt. Aber nein, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, weil ja doch einige von der SPD auch da sind, habe ich schon gesehen. Also ich würde mich gern entschuldigen bei der SPD. Ja. Nein, weil ernsthaft, wir haben einfach die SPD über die Jahre hinweg zu wenig hart angegriffen. Ich finde... Doch. Ja. Wir hätten einfach härter hinlangen müssen. Man hätte sie richtig abwatschen müssen, finde ich. Na, gerade so die letzten Jahre, gell? Also verdient hätten sie es, finde ich. Vor allen Dingen das Politikangebot der letzten Jahre, also diese geballten Unfähigkeiten. Ja? Ich wollte sagen, also falls noch ein Versager fehlt, ja? Also falls für den Stolpe einer einspielt, da könnte man bei der bayerischen SPD nachschauen. Also die haben da immer welche im Trainingslager. Also gerade...
wirklich, die können sich wahllos zugreifen. Weil sie sagen, du, Margit, der wäre super, als Loser, hervorragend. Wir haben doch jetzt gerade in Bayern eine Wahl gehabt. Vielleicht haben sie, wir haben in Bayern auch Wahlen. Und, naja, Moment! Also, ich finde, Sie klatschen ein bisschen zu viel aus Ihrem Vorurteil raus. Also, nein, wir haben in Bayern eine Demokratie, bitte, ja. Es gibt ernsthafte Hinweise und, ich finde es so unmöglich, diese Lache. Ist das nicht wirklich geil? Nur weil es auf dem Vorurteil Bayern basiert. Das finde ich schwach. Also, wir haben in Bayern eine Demokratie, wir haben in Bayern auch eine richtige Partei. Eine richtige Partei haben wir in Bayern. Die hat auch viel Stimmen gekriegt. Die Bayern wissen, was sie wählen müssen. Und wir haben natürlich auch in Bayern eine falsche, was heißt eine? Wir haben mehrere falsche Parteien, also im Bereich des Falschen. Da können Sie in Bayern wählen. Und wie gesagt, da wäre schon die Pointe gewesen, aber wir haben jetzt eine Wahl gehabt, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus in Bayern und die ist eigentlich recht schön verlaufen da, also es ist nur so, die bayerischen Sozialdemokraten, also es gibt noch welche und ja, sie sind ein bisschen vom Aussterben bedroht, muss man sagen, also schade, gell? Wir richten aber jetzt Homelands ein und, auch Reservate, damit sie sich wieder entwickeln können, ja? Und, na, Entwicklung brauchen sie. Momentan entwickelt sich ja nur die Unzufriedenheit. Und viele haben natürlich überlegt, Mensch, woran lag es denn eigentlich? Was ist denn da los gewesen? Ich möchte Ihnen kurz eine Geschichte aus dem bayerischen Wahlkampf erzählen, weil sie symptomatisch ist. Der Spitzenkandidat hieß Margit, die soziale Kraft. Wenn man ihn so angeschaut hat, kräftig war er nicht. Aber netter Kerl. Na wirklich, netter Kerl. Bitte. Und einer musste ja verlieren. Verstehen? In Bayern wissen die das. Einer muss verlieren. Und der Margit wollte es erst nicht. Na ja, dann haben die so gerangelt. Machst das du? Nein, ich mag nicht. Machst das du? Nein, dann hat es der Margit gemacht. Ich finde, er hat klasse verloren. Also, es ist. Na, super Loser. Also, Gratulation. Und der hat. nicht so viel Häme. Und. Da haben sie überlegt, wie können wir den präsentieren? Und sie haben beim Bayerischen Fernsehen ein Porträt für ihn gemacht. Das war super. Also, die sind gegangen in München in den Englischen Garten, Idylle am Hesseloher See, am kleinen Hesseloher See, Seehaus im Hintergrund, Entengeschnatter, und da kommen drei berühmte bayerische Sozialdemokraten daher. Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, nicht? Dann der Margit und noch ein berühmter Sozialdemokrat, den ich nicht kenne. Und die haben dann dort am See ein Boot bestiegen, einen Kahn. Ne? Botschaft ist klar, drei Mann in einem Boot brechen auf zu neuen Ufern, sie stechen in See. Und normalerweise ist es doch so, man steigt ein mit dem Rücken zum Bug. Also man setzt sich und dann fängt man so das Rudern an, weil da, wo der Bug ist, ist vorne. Nicht? Und nicht so aber diese drei Sozialdemokraten. Also die sind eingestiegen in das Boot mit dem Rücken zum Heck, da wo es stumpf ist. Ja? Und haben dann das Rudern angefangen. Also sind mit dem Heck in See gestochen und ja. Aber der Ude hat es gemerkt und gesagt, ich glaube, das ist falsch. Aber es ist eh wurscht, hat er gesagt. Ja, das ist typisch für die SPD. Sie erkennt, dass es falsch ist, aber weil es eh wurscht ist, rufen wir weiter. Das ist die Grundhaltung der SPD. Jetzt wächst natürlich die Unzufriedenheit. Ja, jetzt wäre es gut gewesen. Aber Sie sehen, zu viele von der SPD da. Also, die Grundhaltung ist es, jetzt haben wir natürlich Unzufriedenheit, das haben wir in dieser Woche auch im Bundestag wieder mitgekriegt, da haben sie wieder 6 Abweichler gegeben. Nein, 6. Na, ist der Müntefering da? Wo ist er denn? Der war angekündigt, dem hätte ich gern was gesagt jetzt. Na, weil er immer den richtigen Ton trifft, gell, und er kennt die Situation sofort, er ist ein Feingeist, er hat gesagt, die sind feige, charakterlos, nicht? Ja, dafür die 298, die dafür waren, mutig. Ja. Muss man sagen. Also, Wobei ich finde, dass es gar nicht Abweichler sind, weil diese Abweichler, ja, die halten sich ja strikt ans Programm. Wohingegen die 298, da würde mir der Michael Sommer recht geben, die weichen ja eigentlich ab, nicht wahr? Und die anderen, die 6, das ist natürlich feig, wenn man zu 6 gegen eine Mehrheit aufsteht, das ist feig, das ist gar nicht. Aber Sie wollen jetzt das Programm ändern, das Wahlprogramm der SPD. Da haben Sie jetzt reingeschaut und da stehen ja Sachen drin. Also das glauben Sie nicht. Richtige Antiquitäten. Also das ist richtig teuer. Also zum Beispiel demokratischer Sozialismus. Ja, leck mich am Arsch. Was steht da noch drin? Muss man sich mal überlegen, was da noch drin steht. Ja? Also da steht dann zum Beispiel soziale Gerechte. Da hat der Olaf reingeschaut und der hat sich gleich gedacht, habe ich Humor oder verarschen wir da unsere Mitglieder? Also der hat, ja.
haben gesagt, das hat er gleich mit dem Gerd gesprochen. Gerd war noch da, also zwischen zwei Rücktritten hat er ihn getroffen und hat gesagt, was macht Gerd? Pass mal auf, Gerd, ich habe da mal im Wahlprogramm gelesen. Er hat gesagt, kenne ich, ich muss nicht reinschauen. Er hat gesagt, das ist, vor Jahren habe ich da auch mal drin. Ja, aber dann hat er gesagt, Mensch, wir machen dauernd Sachen, die nicht im Wahlprogramm drinstehen. Was machen wir denn? Da müssen wir was machen, das müssen wir ändern. Ja, das müssen wir ändern, weil jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also wenn man entweder, man passt das Programm der Zukunft an oder man passt die Zukunft dem Programm an. Es ist immer einfach, wenn man das, was man gerade macht, ins Programm schreibt. Also nicht umgekehrt. Ne? Also wenn man, sagen wir mal, ins Programm schreibt und sagt, das müssen wir machen, das ist immer kompliziert, weil die Wirklichkeit ändert sich oft nicht so, wie man es im Programm stehen hat. Dann macht man also, schreibt man das rein, was sie gerade machen, ne? Und da kommen sie jetzt mit dem Umschreiben nicht mehr nach. Weil es natürlich jeden Tag was anderes ist. Es geht vor, es geht zurück, da haben wir wieder einen neuen Vorschlag, dann neue Reform, Kommission. Ja, freilich, wenn es nicht mehr weitergeht, machen wir Kommission. Ja, Rüropats, alles miteinander. Und das Ganze schaut ziemlich beweglich aus, ja. Aber es ist ein bisschen auf der Stelle. Es ist so, wie soll ich sagen, es ist ein Cha-Cha-Cha. Ja? Ich hab das Gefühl, es ist der Regierungs-Cha-Cha-Cha. Ja? Der Gerd macht immer links zwei Cha-Cha-Cha, rechts zwei Cha-Cha-Cha, Steuer-Cha-Cha-Cha. So schaut's aus, ja? Ja, das schafft Bewegung am Platz und die Stimmung ist super, schon Herr von Zimmer. Ja. Ja, der Olaf hat da nur vorgeschlagen, man könnte die SPD umbenennen in SPD, also in Schröder-Partei Deutschland. Nein, es ist so, ich habe nachgeschaut beim Tucholsky, manchmal lese ich dann so ein bisschen schmückig so in den gesammelten Werken und da hat der Tucholsky mal über die SPD gesagt, SPD, hat er gesagt, Fragezeichen, hier können Familien Kaffee kochen. Und ja, das suggeriert Gemütlichkeit, ja, da sitzt man zusammen, da trinkt man einen Kaffee. Und jetzt könnte man heutzutage, könnte man sagen, SPD, hier können alle nach einer Pfeife tanzen. Und die heißt Gerd. Ja. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für einen Trinkspruch. Wir haben ja die politische Programmatik jetzt erstmal hinter uns gelassen. Vielleicht können wir jetzt mal zum lockeren Teil übergehen. Für alle, die mich noch nicht kennen, darf ich kurz vorstellen. Mein Name ist Oberstleutnant Sanftleben. Ich bin Öffentlichkeitsoffizier, abkommandiert Bundesführungsakademie in Hamburg. Und heute Abend der Repräsentant der Bonner Harthöhe, freue mich, bei diesem Anlass dabei sein zu dürfen. Meine Damen und Herren, ich denke, als allererstes muss man sagen, Respekt vor seinem Lebensweg. Das schafft nicht jeder, im aufrechten Gang sich an die 80 ranzurobben, nicht wahr? Das ist eine tolle Sache. So ein Lebensweg, das ist ja immer auch etwas Gewundenes, fast Mäandrierendes, kann man sagen. Nicht wahr? Und gerade Hildebrand ist ja einer von den ewig Suchenden gewesen, sehr eher seinesgleichen. Die haben ja oft bis in die 60er Jahre zum Beispiel noch gegen die Wiederbewaffnung demonstriert. Nicht wahr? Wobei das übrigens aus militärpsychologischer Sicht durchaus nachvollziehbar ist, meine Damen und Herren. Denn es war ein klassisches Militärtrauma. Quasi unbewaffnet als halbes Kind gegen Panzertieflieger, da bleibt was hängen. Nicht wahr? Das ist völlig normal. Wenn die damals eine Chance gehabt hätten, eine reelle Siegchance, solide Grundausbildung, wären sie mit einer ganz anderen Haltung aus dem Krieg rausgekommen. Ja, ich habe Verständnis dafür. Nicht wahr? Er hat ja auch so seinen Platz in der Gesellschaft gefunden, unser Herr Hildebrand, nicht wahr? Aber eben auf der anderen Seite eben, nicht wahr? Aber ich sage immer, ein bisschen Kontra können wir, Herr Kommissköpfe, ohne weiteres vertragen. Und das, vielleicht wird Sie es überraschen, nicht wahr? Der Name Hildebrand, der fällt immer wieder mal bei uns im Offizierscasino. Wenn das mal wieder so richtig den Amerikanern eingeschenkt hat im Scheibenwischer, da haben wir so manchen Toast auf ihn ausgebracht, den alten Schweden, nicht wahr? Das muss ich ganz offen zugeben, nicht wahr? Ja, das Leute, über einen Garten. Das ist ein bisschen schwer einzuräumen, aber da hat uns Rot-Grün ein bisschen Luft verschafft, meine Damen und Herren. Ein bisschen den Atlantik verbreitert. So ein kleiner Abstand zu Uncle Sam, ich finde, das kann gar nicht schaden in diesen Zeiten. Ich meine, wichtig ist, dass die grobe Richtung stimmt, meine Damen und Herren. Und die grobe Richtung, das würde ich sagen, die stimmt allemal. Wir haben das lähmende atomare Patt des Kalten Krieges hinter uns gelassen und Kriege sind wieder führbar geworden, meine Damen und Herren. Der Berufssoldat hat durch die Auslandseinsätze, durch dieses 1A-Medienereignis wieder eine andere Attraktivität in der Gesellschaft erhalten. Wir haben Verlustraten, die nach wie vor glänzend sind. Wir bewegen uns nach wie vor im Rahmen dessen,
was wir in Friedenszeiten beim NATO-Herbstmanöver als Flurschaden abbuchen. Ich meine, was der entscheidende Knackpunkt ist, Landsleute, ist das Geld. Und das liegt nicht an der Bundesregierung, das ist ja völlig alte Kiste, nicht wahr? Seit 2000 Jahren gilt der Satz, für einen Feldzug braucht man drei Dinge. Geld, Geld und nochmals Geld. Alte Weisheit für die Amerikaner, völlig neue Erfahrung. Ich dachte, ja, ganz so, das muss man sagen, nicht wahr? Ja, ich prophezeie, man muss... Ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, die Amerikaner scheitern nicht an ihren menschlichen Verlusten, sondern an den Kosten. Sehen Sie mal, die durchschnittliche Mortalitätsrate der Amerikaner liegt derzeit bei 2 bis 3 Mann pro Tag. Das macht 3 Millionen Barrel Öl pro Kopf. Da hatten wir schon schlechtere Quoten. So viele werden an der Heimatfront allein in Washington erschossen. Nicht wahr? Aber die Kosten von 1 Milliarde Kriegskosten pro Woche. Das macht für jedes Fass Öl $20 extra. Das hält die stärkste Börse nicht aus. Ja, aber ich denke, an einen solchen Abend sollten wir nicht mehr Geld reden. Ich würde dem Hildebrand, wenn ich ihn nachher mit ihm anstoße, sagen, Hildebrand, altes Haus, wenn es Ihnen in Zukunft mal langweilig ist, Anruf genügt. Da laden wir Sie ein auf die Harthöhe, handverlesenes Publikum, Offizierschor, da können Sie es mal krachen lassen und geben Sie uns mal richtig, wir sind keine Kinder von Traurigkeit. Deutsche Offizierschor hat im Ersten Weltkrieg mehr Kameraden an die Syphilis verloren als durch Feindberührung. Ja. In diesem Sinne, aber Presente, Silo Hildebrand. Sehr gut, sehr gut. Bravo, sehr gut, der Mann, sehr gut. Der wird sich noch bundesweit durchsetzen. Aber er hat einen entscheidenden Fehler in seinem Text gemacht. Ja, einen entscheidenden Fehler, haben Sie das bemerkt? Er hat den demografischen Faktor unterschlagen. Das ist heute wichtig, egal worum es geht, Sie müssen immer den demografischen Faktor mit einbeziehen. Das ist unser Problem in Deutschland. Es geht ja um den Menschen und nur um den Menschen, aber der Mensch heißt heute nicht mehr Mensch. Sondern man sagt schon eher mal, guck mal, da läuft schon wieder so ein demografischer Faktor über den Zebrastreifen. Ich kann nicht mehr hingucken. Auch auf der Entbindungsstation wird nicht mehr gesungen, hurra, ein neuer Erdenbürger ist da. Sondern heißt es, go, schon wieder so ein demografischer Faktor. Wie der schon ausschaut, ich sehe sie mir jetzt schon an, der will später mal Rente haben. Ja. Und kaum ist der abgenabelt, erscheint in Zukunft ein staatlich geprüfter Rentensachverständiger und vergattert den. Das geht dann so, der soeben geborene Hans Meyer bestätigt mit seinem Fingerabdruck, dass er darauf hingewiesen wurde, dass sein Privatleben einzig und allein seine Privatangelegenheit ist. Und dass im außergewöhnlichen Fall eine Altersversorgung, eine eventuelle Rente, nicht vor dem 80. Lebensjahr ausgezahlt werden kann. Ja, sicher. Das geht in Zukunft nicht mehr anders, das geht jetzt schon nicht mehr anders. Und es geht doch. Hildebrand, 76, liegt keinem auf der Tasche. Ja, und da ist... Das muss ich jetzt mal sagen, das ist ein Unding, dass dieser Mann jetzt vom Fernsehschirm verschwindet. Das können wir uns gar nicht leisten. Das heißt aber... Alle sagen doch, die Jugend braucht Vorbilder. Und zweitens mal, ich brauche den Hildebrand auch noch und noch einige von meinen Kollegen. Wir müssen ja noch ein paar Jahre ranklotzen. Nicht? Und ich hab immer Angst, dass mit dem Hildebrand das gesamte politische Kabarett verschwindet. Ja, Nachrichtskabarett. Nachrichtskabarett. Nachkriegskabarett war immer Hildebrand und Hildebrand war immer politisches Nachkriegskabarett, ein und dasselbe. So, und ich meine, ich ertappe mich ja selbst oft noch dabei. Wenn mich einer fragt, Herr Rogler, was machen Sie eigentlich beruflich? Dann denke ich mir, Gott, bis ich das dem jetzt stundenlang erkläre. Ne? Sag ich, ich mache sowas Ähnliches wie der Hildebrand. Ja, schön. Ist das so, wenn er erklärt? Das Gespräch kann auch anders verlaufen. Das ist mir jetzt im Sommerurlaub auf Teneriffa passiert. Da kommt einer auf mich zu und sagt, Moment, ich habe das Gefühl, ich habe Sie schon mal gesehen. Kann das sein, dass Sie schon mal mit dem Hildebrand im Fernsehen aufgetreten sind? Ich sage, das kann gut sein. Übrigens, mein Name ist Rogler. Darauf er wieder, das spielt keine Rolle. Heißen tun wir irgendwie alle. Ja, können Sie nichts machen. Und wenn der Hildebrand jetzt weg ist, kann ich mich gar nicht mehr ausweisen. Ne? Jetzt will ich mal Folgendes sagen. Alle machen sich Gedanken um einen neuen Bundespräsidenten. Ich wüsste einen. Das ist bestimmt der Gut.
So gut wie der jetzige ist auf jeden Fall. Aber pass auf, damit habe ich jetzt nicht, damit da keine Beschwerden kommen, damit habe ich jetzt nicht das Amt des Bundespräsidenten beleidigt. Das dürfen Sie nicht, das würde ich auch nie machen. Das Amt dürfen Sie nicht beleidigen. Entscheidend ist das Amt. Ja, entscheidend ist das Amt. Nur so lässt sich die Liste der möglichen Nachfolger erklären. Wer es da macht, ist scheißegal im Grunde. Nee? Ja. Ja, das war ja ein Schlag. Wa? Johannes Rau macht's nicht mehr. Ich dachte, oh, 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 jetzt sind wir ganz am Ende. Ha? Wer kann in die Fußstapfen dieses genialen Politikers überhaupt reinschreiten? Was? Wer hat überhaupt so eine starke Lupe, um diese Fußstapfen vorher zu erkennen? Schröder hat ja gleich durchgegriffen, hat gesagt, es wird eine Frau. Ja, seitdem rollt der Schäuble den ganzen Tag in Pöms und Abendkleid vor dem Kanzler. Also lange da. Und dann sind ja noch viele im Gespräch, die Schmidt und die Schawan und die Süßmuth und die Limbach und der Vogel und der Teufel. Ich warte nur drauf, nächste Woche wird sich doch der Biedenkopf melden, wie ich den kenne. Ja. Auch die FDP will jetzt einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, Wolfgang Gerhard. Kennen Sie den? Was? Die toten Augen aus Hessen. Was? Wolfgang, aber gut, seitdem. Seitdem die Liste vorliegt, atmet Gorleben auf. Jetzt ist endlich klar, Schloss Bellevue wird endgültig die Endlagerstätte für ausgebrannte Elemente. Ja, 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 das noch machen können. Wer es übrigens noch machen könnte, wäre der Rudi Völler, muss ich auch sagen. Ja, sicher, mit Tante Käthe wäre auch die doofe Frauendiskussion vom Tisch. Ja. Gut, es gibt einen großen Unterschied zwischen Rau und Völler. Völler hat im Fernsehen eine bedeutende Rede gehalten. Nicht? Und alle haben ihm zugehört. Das war ja immer auch also für den Johannes schlimm. Er hat sich ja noch beschwert, er kann sich in Deutschland kein Gehör verschaffen. Ist auch furchtbar, ist extra noch jetzt zum Schluss nach China runtergefahren. Hat das kommunistische Regime zum Rücktritt aufgefordert. Ja, aber der Chinese ist auch gemein, haben sie es wieder nicht gemacht. Ja, furchtbar. Ja. Obwohl es auch manchmal gut ist für einen Politiker, wenn das Volk nicht hört, was ein Politiker sagt. Das kann aber ein Schutz sein. Ja, nehmen Sie mal den Struck, der lebt davon. Ne? Ja, der hatte doch wieder vor kurzem den Satz wiederholt, ich denke, ich höre nicht recht. Hat er wieder gesagt, in seiner unnachahmlichen Art, die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Sagt er, was ist los? Hat den Erdkunde nicht aufgepasst? Verwechselt er den Hindukusch mit dem Bayerischen Wald? Was? Deutschland wird am Hindukusch. Ich meine, also, ja, so ein Satz reicht normalerweise für die sofortige Einweisung in die geschlossene Anstalt. Aber ich meine, hey, aber da hat der Struck. Da hat der Struck Glück, weil der hört ja keiner hin, der spricht extra so langweilig. Ja, wenn ihr anfängt, die Sicherheit Deutschlands wird am. Da sind Sie vorhin, Hindukusch, sind Sie eingeschlafen, nicht? Der Struck, sage ich immer, der könnte gut das Tonband für den neuen Dosenpfandautomaten besprechen. Ja, ja. Sie haben eben ein Leergefäß ehemals gefüllt mit Erdbeerbuttermilch eingeworfen. Bitte bedenken Sie, dass auf Verpackungen von Milchmixgetränken kein Pfand erhoben wird. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie auch immer daran, Deutschland wird am Hindukusch statt. Aber das wär beim Hildebrand anders. Dem würden alle zuhören. Was? Der hatte doch beim Scheibenwischer in den letzten Jahren 3 Millionen haben sich das angesehen und haben dazugehört. 3 Millionen. Und der Hildebrand würde uns auch gut im Ausland vertreten. Der kennt sich aus in Geschichte, Kultur, Politik. Der hat schon in den 60er, 70er Jahren in der München Lach und Schieß Kabarettaufführung gespielt. Da saßen in der ersten Reihe damals noch Bundeskanzler, ganze Ministerriege und Oppositionsführer. Ja, mein lieber Parteivorsitzende, das waren bittere Veranstaltungen für ihn. Wer das durchsteht. Aber als demokratische Künstler können Sie Ihr Publikum nicht aussuchen. Aber gut, da hat man es heute leichter. Die kommen nicht mehr. Nein, die kommen nicht mehr. Nee, die bleiben weg. Ein paar sind da, wenn dann so eine Kabarettveranstaltung beerdigt wird, dann kommen ein paar. Ja, aber muss man auch verständlich haben, ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo ich nichts verstehe. Das würde ich ja auch nicht machen.
Die Politiker haben es auch gar nicht gern, wenn sich das Volk so mit Politik beschäftigt. Und dann noch diese Kabarettisten, ja, die Kabarettisten, die Politiker noch ein bisschen ins Lächerliche ziehen, das haben sie gar nicht gern. Am liebsten würden sie selbst spielen, sage ich Ihnen. Machen sie auch schon, im Bundestag gibt es schon eine Kabarettgruppe von Bundestagsabgeordneten. Ich habe sie Gott sei Dank noch nicht gesehen, ich habe auch keine Lust drauf. Noch schlimmer ist es in München, da spielt schon der SPD-Oberbürgermeister selbst Kabarett. Ja, das sind schon viel weiter. Gut, wir können einen Deal machen. Politiker dürfen auch Kabarett spielen, aber dafür bitte Hillebrand als erster Kabarettist Bundespräsident. Ahoi, danke. Sag mal, ich hab da mal eine Frage. Eine Frage? Ja. Es geht um den Ackermann. Ackermann, den warte Ackermann. Mal, Josef Ackermann, der Sepp von der Deutschen Bank. Ja? Der hat eine Klage am Hals wegen Untreue. Mit wem? Mit Zwickel und anderen. Das hätte ich nicht gedacht, dass die zwei was miteinander haben. Es sind vier. Die sind angeklagt wegen Untreue, gemeinsam mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Funk, Joachim Funk, und dem Esser, ehemals Mannesmann. Aufsichtsratsvorsitzender, meinst du? Ja, ich erinnere mich. Esser. Der hat damals 60 Millionen Euro Abfindung bekommen. Nicht schlecht, 60 Millionen. Das sagst du so normal, was? Das ist ja eine Schweinerei. Was? Das ist Unzucht mit Abhängigen. Bisschen mehr Gelassenheit kann man da in deinem Alter schon erwarten, Dieter. Der kriegt 60 Millionen für nix? Das wissen wir nicht. Das hältst du für normal? Nein, das ist normal. Das ist normal? Ja. Der kriegt 60 Millionen dafür, dass er nichts mehr arbeitet? Ja. Das hältst du für normal? Nicht ich, der Ackermann, der Josef. Versteht, das musst du dir so vorstellen, ganz einfach. Die sind da im Aufsichtsrat zusammengesessen, haben überlegt, was machen wir jetzt da, wie viel geben wir ihm? Die werden sich das ausgerechnet haben, verstehst? Kommt er uns billiger, wie nachdem, wenn wir ihn weiterarbeiten lassen, kommt er uns vielleicht teurer. Da haben sie gesagt, geben wir ihm lieber Abfindung, verstehst? Schweigegeld. Was? Er kriegt Schweigegeld. Ja, natürlich. Aber ich frage mich, wofür? Dafür, dass er nichts sagt. Ich meine, aber für das Geld, da kann er lang nichts sagen. Ich meine, da ist anzunehmen, dass er noch viel weiß. Ne? Der Zwickel, ja. Den habe ich immer für integer gehalten. Er sich auch. Ja, aber das ist doch kaum zu glauben. Was? Nicht, also der IG Metall-Vorsitzende macht gemeinsam mit dem Vorstand der Deutschen Bank eine Firma nieder, um einen Mann für 60 Millionen abzulösen. Da muss ich mich doch fragen. Ja, ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Du musst dir das so vorstellen. Der Zwickel, verstehst du, damals Vorsitzender der IG Metall, der hat ein Herz für die Menschen, der hat ein Herz für seine Angestellten. Nimm mal an, der Esser war bei der IG Metall, verstehst du? Da hat er gesagt, was machen wir mit dem Mann? Der hat Familie, ja? Da geben wir ihm mal eine Abfindung, ja? Und dann liegt er wenigstens der Allgemeinheit nicht auf der Tasche. Stell dir mal vor, der Esser geht zum Arbeitsamt und sagt, ich bin arbeitslos. Ja, was hast du denn gelernt? Ja, Vorstandsvorsitzender beim Mannesmann. Der kriegt doch nichts mehr. Womöglich ist der Ackermann auch Gewerkschaftler. Das ist eine kühne Vermutung. Aber nein, der ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Verstehst du? Es kann ihn auch einmal sozial. Es kann sein, dass er da auch mal sozial handelt. Also, wenn das so ist, wie du das gesagt hast, ja, dann verstehe ich nicht, wieso die Klage in allen Fragen, in allen Punkten zugelassen worden ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber da sind wir nicht allein. Die Angela Merkel versteht es auch nicht. Das verstehe ich wieder. Ja. Die Angela, weißt du, was die gesagt hat? Die hat gesagt, also diese Klage, dass die zugelassen wurde, das schädigt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Was? Ja. Der Rechtsstaat, also die Justiz schädigt die Wirtschaft. Die Anklage schädigt den Standort. Ja. Sag mal, war die Merkel mal in Italien bei Berlusconi jetzt in letzter Zeit? Es
es ist nicht auszuschließen, dass die... Aber da kommt bestimmt noch was nach. Ich könnte mir vorstellen, dass die Merkel dann vielleicht eine Immunität für Wirtschaftsmanager fordert hier. Gut, ich meine, gut, okay. Ja. Aber jetzt sage mir bitte, was hat der Eichel damit zu tun? Der Hansi. Der Hans Eichel. Unser Hansi, der Eichel-Hansi. Der ist der Finanzminister, der hat damit gar nichts zu tun, verstehst? Wenn jemand was damit zu tun haben könnte, dann wäre das Justizministerin Zypris. Die Zypris, die hat sich dazu überhaupt gar nicht geäußert. Ja. Aber der Eichel hat gesagt, der Ackermann hat unser volles Vertrauen. Ja, das hat er unser volles Vertrauen, du. Nein, das Vertrauen des Finanzministeriums. Ja, natürlich, der Finanzminister hat gern das volle Vertrauen, das glaube ich schon, gerade bei dem Finanzminister. Aber es ist jetzt so, weißt du was, das war Bewerbungsgespräch. Was? Ach, der Eichel sucht einen Job. Na ja, ich meine, die Buchführung beherrscht er ja, nicht? Bei dem, ja, was der mit der Buchführung alles geleistet hat, ich meine, kann der auch die Kreditabteilung der Deutschen Bank leiten. Das, kein Problem. Ja, aber jetzt überleg mal, wenn jetzt tatsächlich der Ackermann verurteilt wird, ja, ich meine, da gibt es 4 bis 5 Jahre Knast, verstehst du? Da muss der einrücken. Ja, na dann übernimmt der Eichel die Leitung der Deutschen Bank. Ne? Kann ja klappt. Ja. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, der Ackermann, der würde aus dem Knast raus die Deutsche Bank führen, glaube ich schon. Ja, da hat er jede Menge Fachpersonal um sich. Also. Ich finde, weißt du, warum soll das nicht gehen? Ist alles eine Frage der Organisation. Mensch, in Sizilien geht's auch. Das wäre eine tolle Werbung für den Strafstandort Deutschland. Ja, die Resozialisierung von Vorstandsvorsitzenden und anderen Rechtsbrechern wäre vorbildlich in der Welt. Weißt du, jeder kriegt eine zweite Chance. Sag das nicht zu laut. Sag das nicht, das könnte ein Tipp sein. Es könnte sein, dass dann der Helmut Kohl sofort freiwillig in den Knast einrückt, um von dort aus ein zweites Mal Bundeskanzler zu werden. Ja. Man muss ja jetzt an ihn denken, weil er hat ja angefangen, als er anfing, Bundeskanzler zu werden, hat er sein Motto gehabt und er hat einen alten Bismarck-Satz gesagt, den jeder kennt: Setzen wir Deutschland in den Sand, reiten kann es sowieso nicht. Nein, Moment, was für... Schwimmen, nein, das ist ja egal. Er hätte jedenfalls etwas nicht gemacht. Er hätte sich bei dem Kriegsdienst nicht verweigert. Er hätte sofort den Kriegsdienst angeboten. Damit hätte er auch dann nicht einen großen Industriezweig ruiniert. Nicht? Also nähere Erläuterungen, Konstantin Wecker. Erst bauen wir Waffen, dann verkaufen wir sie weiter. Dann wird ein Krieg geführt, natürlich ein Gescheiter. Dann stellen wir uns auf irgendeine Seite. Die andere geht dann selbstverständlich pleite. Dann finden wir das Ganze ganz gemein und sammeln unsere Waffen wieder ein. Einen Krisenherd zu schaffen, der braucht dann dringend unsere alten Waffen. Und währenddessen basteln wir an neuen, um einen potenziellen Gegner zu erfreuen. Die muss man dann natürlich ausprobieren, am lebenden Objekt studieren. Begleiterscheinungen wie Hunger, Tod und Qual sind zwar ein Schaden, doch nur kollateral. Begleiterscheinungen wie Hunger, Tod und Qual sind zwar ein Schaden, doch nur kollateral. Dann zündet einer wieder irgendwo die Welt an.
dann kommt der Richtige mal wieder an mehr Geld dran. Das macht dann irgendjemandem zu schaffen, schon braucht man wieder neue Waffen. Und während weltweit alle produzieren, kommen wir kaum mehr nach mit Produzieren. Wir züchten weiter im Sicht Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Wir züchten weiter im Sicht Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Dann brauchen wir noch irgendeinen Bösen, von dem wir dann die freie Welt erlösen. Und finden wir nicht gleich einen Gemeinen, dann basteln wir uns eben einen. Es ist doch klar, dass jeder andere schlecht ist, wenn unsere Sache einzig richtig und gerecht ist. Drum lasst uns ewig weiter Waffen bauen, die wir den anderen um die Ohren hauen. Man kann das nennen, wie man will, humanitärer Overkill. Heiliger Krieg, gerechte Sache, die Fahne hoch, dass ich nicht lache. Die ganzen Sprüche schenke ich Ihnen, beim Krieg geht's immer nur ums Geld verdienen. Und unsere Freiheit ist, auch dieses Lied beweist es, nur die des Marktes und nicht die des Geistes. Einer der dümmsten Sätze, die für mich derzeit in diesem Land kursieren, ist der Satz, die Steuern müssen gesenkt werden. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden jedes Jahr 75 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen, was wir uns alles leisten könnten. Wenn die FDP zum Beispiel bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten. Muss ja nicht jeder gleich aus der FDP austreten und zum Fallschirm greifen. Das war ja auch eine tolle Zeit für die Verschwörungstheoretiker. Das Ende von Möllemann, das war eine Wahnsinnszeit. Sie erinnern sich? 100 Spezialbeamte, Staatsanwälte durchsuchen die Privaträume, die Büros, das Ferienhaus von Möllemann. Was wird gefunden? Kokain bei Michel Friedmann. Der ist verpfiffen worden. Von einer Prostituierten. Genau wie der Immendorf, Professor Immendorf, haben Sie mitbekommen, ja? Unser größter Maler hat da so eine kleine Künstlersoiree gefeiert im Steigenberger. Ich glaube, die haben da 40 Jahre Bundesliga gefeiert. 11 Kokslinien, 11 Nutten. Und da ist der verpfiffen worden, von der Nutte ist der verpfiffen worden. Und das ist doch ein Skandal. Also nicht was der Immendorf gemacht hat, nein. Der Chef der Kunstakademie Düsseldorf, der Markus Lüppertz, der hat gesagt, das wäre ein Verfall der Sitten in diesem Land, der nicht mehr zu übertreffen wäre. Wenn Nutte nicht mehr das Maul halten könnte, dann wäre alles am Ende. Also das ist... Wir haben es alle gelernt, das größte Schwein im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Apropos Ronald Barnabas Schill, meine Damen und Herren. Dieser maulkorblose Kampfhund, dieser Shitbull, Pitbull, Schillbull, der hat ja bei dem Versuch, sein eigenes Herrchen ans Bein zu pinkeln, das Bein etwas zu hoch gehoben. Schill hat doch tatsächlich versucht, den Hamburger Oberbürgermeister in Schwulitäten zu bringen. Und das ist für mich das Erfreulichste am ganzen Jahr. Es funktioniert nicht mehr. Sie können einen deutschen Politiker nicht mehr in Schwulitäten bringen. Irritierend fand ich allerdings schon, dass der Ole von Beuys 2 Jahre lang gebraucht hat, um zu registrieren, dass sein Dudesfreund Schill charakterlich für das Amt nicht geeignet ist. Mein Opa sagte immer, wer im Schweinestall verkehrt, fängt irgendwann komisch an zu riechen. Wir müssen jetzt vom Schweinestall zurück zur FDP und den Steuerhinterzieher. Sie machen das mit links, ich merke das schon. Von diesen Steuerhinterziehern, von denen muss ich mir jetzt ständig anhören, das Land ist gelähmt, die eigene Initiative ist tot, alle starren nur auf den Staat. Und dieses neoliberale Geschwätz ist nicht neu.
Das ist älter als der Scheibenwischer. Helmut Schmidt, Sie erinnern sich, das war auch mal so ein Bundeskanzler, der vergeblich versucht hat zu begründen, warum er in der SPD war. Helmut Schmidt hat schon vor über 20 Jahren gesagt, das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Überversorgung sind nicht die Pensionen der Politiker. Und die Abfindungen von Spitzenmanagern, wenn sie wieder die Karren in den Dreck gefahren haben. Wir haben jetzt gerade da Nordrhein-Westfalen, der WestLB. Haben Sie mitgekriegt? WestLB, der Chef der WestLB, Sengera oder Serenga, ich denke mal an Serengeti, an die Wüste, die der hinterlassen hat. Der Chef der WestLB hat 1,6 Milliarden Euro Steuergelder. Einfach auf den Kopf gehauen, mit sinnlosen Kreditgeschäften. Und zur Strafe kriegt er jetzt 3 Millionen Euro Abfindung. Ich sage Ihnen, Deutschlands bekanntester Sozialhilfeempfänger, Maimi Rolf, rotiert vor Neid in seinem Strandapartment. Und damit sind wir dann bei der echten Überversorgung. Das sind ja die Sozialhilfe, das ist die Überversorgung. Da gibt es Leute, die hauen 500, 600 Euro im Monat einfach so durch den Kamin, ohne dass sie mal einen hätten. Alles ohne Sinn und Verstand. Und Helmut Schmidt hat damals schon gesagt, der Deutsche missbraucht das soziale Netz als Hängematte. Missbrauch muss bekämpft werden, das haben wir alle gelernt. Asylrecht wurde missbraucht, mussten wir abschaffen. Sozialleistungen werden missbraucht, müssen wir die abschaffen. Ich höre sehr viel von Kindsmissbrauch in letzter Zeit. Geben Sie der SPD noch 2, 3 Jahre. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die untere Landschaftsbehörde Düsseldorf hat auch im letzten Winter darauf hingewiesen, dass das zu üppige Füttern von Vögeln im Winter für die Tiere als Ganzes auf Dauer schädlich ist, als dass es ihnen nützt. Sie meinen das gut mit dem Füttern, peppeln aber die Tiere mittig im Winter, die nicht widerstandsfähig genug sind. Und so schmälern Sie, sagt die untere Landschaftsbehörde Düsseldorf, die natürliche und notwendige Auslese unter diesen Tieren. Leben für alle funktioniert nicht, dafür ist der Planet zu klein. Wenn ich den Neoliberalen richtig verstehe, ist es so, wenn wir den Standort Deutschland jetzt noch retten wollen, da können wir nicht mehr länger jeden Dödel hier mit durchfüttern, der dem Leistungsdruck und den Erwartungen nicht gewachsen ist. Die weltweite Konkurrenz schläft doch nicht. Ich sage nur Globalisierung. Damit ist ja alles gesagt. Vor allem für die, die nicht wissen, was es heißt. Globalisierung. Sie wissen, der Bäcker um die Ecke kämpft ja schwer mit dem Bäcker aus Indien um Marktanteile. Das ist ja alles globalisiert. Es ist alles nicht neu. Sie müssen sich ab und zu den Spaß machen in der Bücherei, gehen in alte Zeitungen raussuchen. Am besten so Wirtschaftsmagazine von vor 15, 20 Jahren. Die Prognosen von Wirtschaftsexperten. Vielleicht erinnern Sie sich auch so. Vor 15 Jahren war der Japaner unser großes Vorbild. Der Japaner übernimmt hier alles, hieß es. Wir müssen leben wie die Japaner. Wir müssen arbeiten wie die Japaner, leben wie die Japaner, wirtschaften wie die Japaner, Managementmethoden, alles von den Japanern müssen wir... Ein Glück, dass wir das nicht gemacht haben. Gucken Sie mal an, wie die am Rumjapsen sind jetzt. Wirtschaftsexperten, was Blöderes finden Sie in keinem Tierpark. Menschen, die hochrechnen, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ein kluger Kopf hat in den 70er Jahren mal ausgerechnet, was passiert, wenn die Wachstumsprognosen der Swiss eher Wirklichkeit werden. Die Swiss hatte damals Wachstumsprognosen, hat er gesagt, wenn das zutrifft, sind im Jahr 2030 alle Frauen in der Schweiz als Stewardess bei der Swiss angestellt. Heute rechnen unsere Experten jetzt auch, wie hoch der Rentenbeitrag im Jahr 2050 sein wird. Frau Schmidt, warum sah sie nicht gleich das Wetter für 2050 mit voran? Wer weiß, was nächstes Jahr ist? Vielleicht wird Kinderkriegen wieder große Mode. Die Hosen mit Schlag sind auch wieder Mode geworden. Keiner weiß warum. Wir machen uns hier abhängig von Statistikern. Menschen, die beobachten sie 2 Stunden, sehen, oh, der Mann isst einen Teller Suppe. Da rechnen die aus, wie viel Suppe sie im ganzen Leben noch essen werden. Dass sie, wenn der weggegangen ist, sagen, bäh, Suppe esse ich nie wieder. Das kriegt er gar nicht mit. Aber hier.
Aber unsere Freunde von der Regierung haben da längst die ganze Suppe bestellt, die Sie hinterher auslöffeln müssen. Dankeschön. Ab und zu mal zu einer Fernsehsendung eingeladen werde, um dort über irgendwas zu reden, dann versuche ich immer zu fragen, ob ich denn nicht ein Lied singen könne, weil ich bin ja eigentlich Sänger und kein Redner. Und dann gibt es immer als Antwort, das geht nicht wegen der Quote, denn bei Liedern zappen die Leute weg. Ich bin dem Dieter sehr dankbar, dass er sich so viele Jahre lang durch meine Lieder ab und zu unterbrechen ließ. Ob es was genützt hat, weiß ich nicht. Man kann als braver Bürger zur Urne schreiten und dadurch was bewirken und verändern. Man kann als Protestierer die Wahl bestreiten, vor allem in den meinungsfreien Ländern. Man kann als Widerständler im Untergrunde die Pläne schmieden für das Niedermachen. Doch gingen die Extremen vor die Hunde. Nichts war je so erfolgreich wie das Liedermachen. Denn unsere Feinde singen unsere Lieder und wenn man Pech hat, klatschen sie mit. Denn irgendwie sind wir doch alle Brüder, im Geiste teils, teils im Profit. Sie kennen kein Erbarmen beim Umarmen, sie finden ältere Herren noch talentiert. Man hört sie wütigst loben, statt zu toben, halten sie sich noch selbst für engagiert. Und unsere Feinde kennen unsere Reime, wenn du zitiert wirst, wird dir Angst und Bang. In den Gesprächen schwimmen sie im Schleime, wir ziehen ja doch am selben Strang. Als alter Recke die Wunden lecken. Die Siege werden dadurch nicht glorioser. Man kann sich Ehrenkreuze an Krägen stecken, das Heldentum wird deshalb nicht grandioser. Man kann auf Brettelbrettern Karrieren starten. Ich würde es immer wieder, wieder machen. Ich würde die Lieder schreiben, die tödlich harten, denn nichts ist so erfolgreich wie das Liedermachen. Denn unsere Feinde singen unsere Lieder und wenn man Pech hat, klatschen sie mit. Denn irgendwie sind wir doch alle Brüder, im Geiste teils, teils im Profit. Sie kennen kein Genieren beim Applaudieren, sie wissen, wer ein großer Könner ist. Da gibt es kein sich zieren beim Tolerieren, damit die Welt sieht, wer ein Gönner ist. Und unsere Feinde kennen unsere Reime. Wenn du zitiert wirst, wird dir Angst und Bang. In den Gesprächen schwimmen sie im Schleime und hängen bald am gleichen Strang. Könnte jetzt ein Grund sein, es aufzugeben. Wozu, wenn alles nur in Luft geblasen? Man könnte doch genüsslich ganz anders leben und denunziert den Liedertext als Phrasen. Ja, alles kann ein Grund sein, Kommerz zu machen. Am besten gehen doch immer noch die Zoten. Es könnte auch ein Grund sein, Herzschmerz zu machen, doch wir sind keine Volksmusikidioten. Zwar unsere Feinde singen unsere Lieder, doch bleibt die Hoffnung, dass wer dran erstickt. Vielleicht auch kauen sie die Lieder wieder, weil deren Geist im Magen drückt. Dann können sie nicht sprechen beim Erbrechen, dann fühlen sie sich in den Knien weich.
schwierig ist das Protzen, während Kotzen und ihre fetten Backen sind kurz bleich. Und deshalb reimen wir die alten Reime. Wer keine Wahl hat, der hat keine Wahl. Und deshalb träumen wir die alten Träume. Schon heute Nacht, das nächste Mal. Und deshalb träumen wir die alten Träume. Schon heute Nacht, das nächste Mal. Ganz kurz, der Dieter Hillebrand hat mich gebeten, er hat zwar auch schon öfter gesagt, aber er ist sich nicht sicher, ob das alle kapiert haben. Ich soll Ihnen noch mal sagen, dass es wirklich ein großer Irrtum ist, wenn man also glaubt, die Politiker haben es gerne, wenn sie das Volk auch wirklich mit Politik beschäftigt. Das ist ein ganz großer Irrglaube. Wenn die am Wahlabend vor laufender Kamera sagen, aber das Wahlergebnis war doch wieder klasse, 80%, das gibt doch Mut, dann ist das sowas von gelogen. Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, dann hört sie das so an, hast du gehört, 80% haben gewählt, spinnen die? Jetzt wollen sie wieder 4 Jahre alle mitquasseln. Wann haben wir endlich so schöne Verhältnisse wie in Amerika? Da wählen ja nur noch 40% und 90,5% der Stimmen reichen aus, um da drüben Präsident zu werden. Das geht, schauen Sie mal, das ist... weniger ist doch mehr, ne? Da kommt die Weiße, ist meine Lieblingspolitikerin, die Condoleezza reist zum Bush und sagt, hör mal, W, Katastrophe, Katastrophe, 62% der Amerikaner sind schon gegen dich. Da sagt er, und, mir doch wurscht, sollen sie machen, was sie wollen, die haben mich doch auch nicht gewählt, das kann ihnen egal sein. Ganz so, von diesem Idealzustand. Von diesem Idealzustand ist Schröder noch weit entfernt, aber es geht langsam in die Richtung. Ja, da sind wir aber selber dran schuld. Ach, das Volk muss man auch mal kritisieren. Alle haben geschrien, Reformen, Reformen, Reformen. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt klatschen sie uns praktisch täglich eine Reform über den Scheitel. Ja, ganz Deutschland ein Reformhaus. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ich habe bis letzte Woche gebraucht, um Hartz I zu kapieren. Höre ich im Radio, die sind schon bei Hartz IV. Jetzt bin ich am Zweifel, was soll ich machen? Soll ich jetzt mir noch Hartz II und III vornehmen? Oder warte ich noch ein Vierteljahr, bis Hartz V kommt? Weil ich könnte die Zeit nützen, um Rürup 11 mir mal durchzulesen. Verstehen Sie? Passen wir auf. Was aber auch wieder wahrscheinlich sinnlos ist, ich weiß ja nicht, was in Lauterbach 4 steht. Und das soll ja mit Süßmuth 3 in Herzog 1 reingehen. Und vielleicht wird alles umgeschmissen, nicht? Da sitzt die Frau Schmidt, nicht? Da wird alles umgeschmissen, wenn Schmidt-Seehofer 18 kommt. Da habe ich alles umsonst gemacht. Ja? Gut, der Schröder hat uns die Sache jetzt ein bisschen erleichtert. Er hat gesagt, komm, müsst ihr gar nicht durchlesen, wir verstehen es teilweise selber nicht. Lasst die Finger davon. Ich mache euch einen schönen Reformvorschlag für 2006. Der ist einfach. Das Programm heißt Schröder 3. Da müsst ihr ein Kreuz machen, das kann jeder kapieren. Ausschluss. Ne? Oder? Vielleicht hat er auch recht. Vielleicht hat er auch recht. Ja. Er hat wahrscheinlich auch recht, vielleicht ist es auch falsch, wenn man die Minister dauernd kritisiert, ich hätte es auch nicht gerne. Ja? Irgendwann hauen sie da mal vorzeitig in den Sack und dann, das können wir uns ja finanziell schon gar nicht erlauben. Ich hab immer so Angst, der Hans Eichel, Mensch, der arme Kerl, der haut bald die Brocken hin. Der hat so einen Hals, der wird immer größer, der Kopf wird immer kleiner. Ja, hat er in dem Kabinett die allergrößte Arschkarte gezogen, der Kerl, was? Meine Güte, hat er auch nicht verdient, der muss sich daran beschimpfen lassen. Der größte Sparstrumpf der Nation, auf der anderen Seite ist er der größte Schuldenminister der Nation, hat er doch nicht verdient. Der haut bald die Brocken hin. Seine Frau, haben Sie das Interview von seiner Frau in der Zeitschrift Frau und Praline gelesen? Da hat sie gesagt, der schießt schon nachts im Schlaf aus dem Bett hoch und brüllt so Parolen wie Haben ist besser denn Schätzen oder Nehmen, Nehmen ist seliger denn Geben oder was? Die Finanzämter haben 24 Stunden geöffnet, nieder mit den Steuerberatern, sowas brüllt der. Ja, und ich bitte, bevor der abhaut, der klatscht uns noch die größte Steuerreform und Vereinfachung über den Scheitel. Da wird es dann so sein, da geht ihr Einkommen direkt ans Finanzamt, das sehen Sie erstmal gar nicht. Da sitzen.
Da sitzen die Spezialisten, die rechnen aus und wenn was übrig bleibt, den Rest können sie beim Nachtviertel abholen. Ja, und wissen Sie, was dann passiert? Da haben alle Bürger den Kragen so voll. Dann heißt es, oh, das ist voll schlecht für uns, jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber endlich mal wissen wir, wo es lang geht, endlich mal Klarheit. Und dann haben sie uns genau dort, wo sie uns immer hinhaben wollten. Ich danke Ihnen für Ihr Missverständnis. Schönen Abend. So, jetzt pass auf. Jetzt. Können Sie das nochmal machen? Das war super. Das hat mir gut gefallen. Können Sie es mal halten? Bitte, ja. Nein. Dieter, ich habe jetzt eine super einfache Steuerreform. Nicht Steuerreform, eine super einfache Rentenreform. Rentenreform. Ja, ganz einfach. Und wie geht die? Ich weiß schon. Lebenserwartung senken. Du meinst, die Leute sollen nicht mehr so alt werden und sollen früher sterben, aber das geht nicht. Das kriegen wir nicht hin, du. Das. Warst du schon mal in einem Pflegeheim? aber ich hab da gehört, also das gibt also wirklich fürchterliche Zustände da drin. Das ist verheerend. So. Vor allen Dingen der Zustand der Pflegekräfte, das muss das Schlimmste sein. Also das ist das. Und der Gestank, der muss wirklich unwürdig sein, weißt du? Mhm. Also sagen wir mal, man sagt, ein alter Mensch, also alte Menschen wären nicht sehr sozial verträglich. Ja, das musst du immer mal sagen am alten Menschen. Der ist ja so stur. Du, das, der versteht tausendmal, kannst du es ihm sagen. Du, er glaubt es dir nicht. Du kannst es ihm sagen. Ich hab's nicht schon probiert. Du, da sagst es ihm, du, das ist tausendmal menschlicher, wie wenn er vorher sterben wird. Aber er mag nicht. Er mag nicht. Ja, es, Tod ist nicht vermittelbar. Obwohl der Tod zum Leben gehört, aber. Nicht, die Menschen wollen, es ist jetzt anders, die wollen alle ewig leben. Ist in Ordnung. Nach dem Tod. Verstehst du? Ja. Aber nicht vor, jetzt wollen sie ja immer alle schon vor dem Tod ewig leben, verstehst du? Ja, das Schlimme ist ja, sie wollen ja alle Rente. Das ist das Schlimmste, da müssen wir ansetzen, da habe ich ein Konzept. Jetzt pass mal auf, die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen. Weg mit. Wird privatisiert, die Rentner müssen auf dem freien Markt, verstehst du? Die Rentner müssen sich am freien Markt anbieten. Moment, das geht nicht. Du kannst doch nicht Rentner handeln wie Gurken oder Tomaten oder so. Ja, warum nicht? Kann man schon. Geld kosten sie jetzt auch schon, aber viel zu teuer. Und die meisten sind das Geld überhaupt nicht wert. Also. Also, bevor du noch weiterredest, nicht? Also, was ist der Wert der Rentner? Das kann man ausrechnen. Gehen wir mal von einer Rente aus, also jetzt schon überschlagsmäßig, 1.000 Euro im Monat. Das macht im Jahr... Das macht im Jahr 13.000. Was? Ja, die 13. Ach so, das geht ja für Rentner. Also Weihnachtsgratifikation. Nein. Naja, 12.000. 12.000, okay, dann gehen wir 65 in Rente, Lebenserwartung 85, 20 Jahre Rente. 20 Jahre Rente, ich rechne das einfach so aus, 240.000. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist doch ein Wahnsinn, für nix und wieder nix, für den sogenannten Lebensabend, oder? Damit er im abgedunkelten Wohnzimmer abends vor dem Fernseher hockt und bei der Tagesschau einpennt. Also, hör mal. Ja, aber ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, auch anders älter zu werden, ne? Ja. Ja. Ich überlege jetzt auch gerade, wie wir wieder in die Extra hinkommen. Ja. Es gibt Möglichkeiten. Also man hat natürlich Pech, sagen wir mal so, nicht? Was? Wenn zum Beispiel ein Rentner wahnsinnig alt wird, nicht? Ja. Dann zahlst du dich dumm und dämlich. Nein, ne? Davor ist noch was anderes, Dieter. Ja. Okay. Nein. Aber der, im Grundsatz ist es richtig, dass du dich dann dumm und dämlich zahlst. Ja, also ich bin der Meinung, man muss einfach dort ansetzen, wenn einer nicht so alt wird wie in der Lebenserwartung. Verstehst du? Wir haben gesagt 65 bis 85. Sag mal, wenn er vorher. Das kann mal, wenn natürlich sein. Halt, Moment. Jetzt haben wir es, Dieter! Das ist. Super! Aber mir ist auch nicht mehr eingefallen. Du musst zugeben, ich habe zwei Anhänger gehabt, aber ich habe im Wesentlichen herumgestochert. Ja. Hör mal.
da ist bei der ganzen Rechnung ist natürlich was Spekulatives dabei. Es kann natürlich sein, dass jemand nur 75 wird und nicht 85. Siehst du, und da liegt die Gewinnspanne. Da liegt die Gewinnspanne. So müssen wir es machen. Deshalb bin ich dafür, dass wir ein Gesetz kriegen. Wir brauchen ein Gesetz, ja. Und zwar, wo jeder Erwerbstätige verpflichtet wird, mindestens einen Rentner zu finanzieren. Verstehst du? Ja. Die Rentner, Moment, ich bin nur dran. Die Rentner, die müssen sich am freien Markt per Annonce anbieten. Machen wir mal ein Beispiel. Ja, sagen wir mal, Rentner, 65, instabiles Genmaterial, Genpass, Raucher, Trinker, Bewegungsarm, verzichtet freiwillig auf neue Hüften. Also hohe Cholesterinwerte, ja, sucht Rentenfinanzier. Dann kann man den anrufen, tritt mit dem in Kontakt, verhandelbar, 1000 Euro im Monat. Versteht so? Nein, es gibt falsche Grundvoraussetzung. Die Statistik sagt, dass es handelt sich um 4 Rentner, die man bezahlen muss. Und da, also, da zahlst du dich, wie ich schon erwähnt habe, dumm und dämlich. Schon, aber es gibt ja dann auch Besserverdienende. Weißt du, die können sich 4, 5 Rentner leisten. Und du kannst ja dann die Rente von denen kannst ja direkt von der Steuer absetzen. Ja. Außerdem, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen erwischt, der mit 66, verstehst, schon das Zeitliche segnet. Verstehst du, da bist fein raus. Aber du, wenn du einen Langläufer erwischst, dann bist du fertig. Sicher, aber grundsätzlich im Ansatz, verstehst du, stimmt's natürlich, das Konzept. Ja, ja schon, aber ich würde einen Vorschlag machen. Das Risiko, verstehst du? Das Risiko, ja. Risiko, das ist ein gutes Wort. Oh, da fällt mir ganz was anderes. Börse. Ja, Börse. Börse. Wir handeln die Rente, die müssen an der Börse gehandelt werden. Ja. Flauter, Optionsscheine, ja. Die 90-Jährigen sind teuer, weil die sind Kurzläufer. Oh, sag das nicht. In letzter Zeit werden immer mehr Leute 100. Ja, man kann sich ja mal verspekulieren, das stimmt, ja, das stimmt. Aber im Ansatz ist das Konzept richtig. Ja, aber was ist, wenn ein Crash kommt? Ja, mein, dann kommen die Kurse von den Rentnern runter und du musst nachkaufen. Verstehst? Einsteigen, nachkaufen. Günstig Rentner kaufen. Aber ob die Rentner sich nochmal verkaufen lassen? Tja, Dieter. Was bleibt dir anderes übrig? Was bleibt Ihnen anderes übrig und was bleibt dem Dieter übrig? Dieser kleine Blues heißt Hildebrands Zukunft. Er wird die Dinge weiterhin beim Namen nennen, denn wozu hat man denn die Art Talent? Wird lesen, denken, schauen, fragen und erkennen. Und es wird hörbar sein, wie er was nennt. Er wird zu Hause sitzen, schwitzen und verfluchen, weil sie so sinnlos sind, Wut und Protest. Um es am nächsten Tag schon wieder zu versuchen, wo ein paar Leute sind, wo man ihn lässt. Er wird den ICE besteigen, weiter touren, mit seinen Büchern im Handgepäck und hofft auf Hinterlassung noch so kleiner Spuren, sonst hätte alles doch keinen Zweck. Und vor den Fernsehschirmen werden ein paar Fragen. Was macht denn dieser Hildebrand? Ich kann's den Herren und Damen hier und jetzt schon sagen. Er träumt den großen Traum, den vom Verstand. Ich kann's den Herren und Damen hier und jetzt schon sagen. Er träumt den großen Traum, den vom Verstand.
Ich würde sagen, es sind... Ich muss eine Zusatzmeldung machen. Ich habe Sie vorhin beschwindelt, ich muss eine Zusatzmeldung. Es sind nicht alle Sozialdemokraten in Bayern verschwunden. Nein, in Balderschwang ist in Balderschwang im Allgäu hat einer SPD gewählt, in einem Ort Balderschwang einer, also es ist noch einer da, aber man weiß nicht wer. Er wird jetzt verzweifelt gesucht. Normalerweise ist das in solchen Orten so, ich kenne mich in Bayern aus, da geht man in den Ort rein und sagt, wo ist euer Sozialdemokrat? Da sagen sie, da in der zweiten Straße rechts, das gelbe Haus, da ist er. Nun, in dem Balderschwang war es so, der ist schon 91 und da hat jetzt eine hilfreiche Klosterschwester, die immer auch hilfreich die Hand bei den Wahlen führt für ältere Menschen. Und die, ja, das war, wie sonst, ne? Die hat dann gesagt, diesmal war es nicht. Und jetzt ist, also, jetzt suchen sie alle den Täter in Balderschwang und es ist ganz unruhig. Der Bürgermeister von Balderschwang hat schon gesagt, dieser unvermutete Linksruck würde ihn sehr beunruhigen. Und es geht ein Gerücht, dass die ganze Bevölkerung von Balderschwang zur Sühne eine Wallfahrt nach Wolfratshausen zum Wohnort von Stoiber macht. Auf Knien natürlich, selbstverständlich auf Knien. Aber ansonsten ist man in Bayern sehr fröhlich. Man hat jetzt die Zweidrittelmehrheit, es sind schon Vorschläge gekommen, dass man sich aus dem Verband der Bundesrepublik vielleicht, also das haben sie schon öfter mal versucht, aber dies, jetzt ging es. Die Zweidrittelmehrheit würde es erlauben, ansonsten erlaubt sie sowieso in Bayern schon sehr viel und jetzt noch mehr. Zum Beispiel, da gibt es junge, aufrechte Richter in München, wobei das Wort aufrechte so zu verstehen ist, dass auf Rechte mehr Sympathien verteilt werden als auf Rechte von Andersstimmigen. Dieser junge Richter Martin Hoffmann in München, es gibt ihn wirklich im Münchner Landgericht, hat also eine Demonstration von dem Martin Wiese, also einem richtigen Nazi, die sie auch solche zu erkennen geben, die haben vorher auch Sprengstoff verteilt in München und die marschieren durch die Straßen mit lautem Gegröhle und Grüßen und so. Diese Demonstration hat der Richter schützen müssen vor einem Gegendemonstranten, unter anderem ein KZ-Insasse, Martin Löwenberg, der hat jetzt ein Strafgeld gekriegt, wegen Störung einer Demonstration. Und damit Sie nicht glauben, diesen Schwachsinn habe ich selbst verfasst, zitiere ich jetzt diesen Richter. Er hat gesagt, das ist, also die Gegendemonstration, eine Aufforderung zur Straftat. Und weiter, wir leben in einem Staat, auf den man sich verlassen kann. Löwenberg stellt sein eigenes Handeln über die Rechtsordnung. Folgen wir seiner Maxime, wird es der Mob auf der Straße genauso machen und bestimmen, wer seine politische Meinung frei äußern darf. Das heißt, der Nazi Martin Wiese muss frei äußern dürfen, dass er ein Verehrer von Adolf Hitler ist, dem größten Massenmörder der deutschen Geschichte. Das Opfer muss schweigen. Also ich frage mich, mit welcher Offenheit so ein Richter dieses aus seinem Schrank herausbläst, indem er seine Tassen schon sehr lange vermissen muss. Und ich weiß auch gar nicht, was offen ist bei ihm, wahrscheinlich der Körperteil, auf dem er sitzt. Den hat er mit Sicherheit offen. Aber dieser Mann sitzt in einem Münchner Landgericht und der hat dort einen Stuhl, den man schleunigst von ihm räumen sollte. Und in einem Landgericht, in dem eine Partei, die Zweidrittelmehrheit im Lande hat, die Stühle besetzt, in einem Land, in dem nur jeder zweite Wähler nicht wählt und in dem jeder Jungmanager so aussieht wie dieser Richter Martin Wiese, ihm zumindest sehr ähnelt. Überhaupt, das wollte ich auch noch sagen. Diese Jungmanager, diese Supermanager, die uns nahezu regieren, diese Jungmanager, die wir immer sehen, die so aussehen wie ihre Bodyguards, diese Jungrichter, ich habe immer gedacht, die werden aufgezogen in so
Elite-Schulen, also wie französischer Wein, Lafite Rothschild oder so. In Flaschen, nicht? Der Geist der Flasche. Aber inzwischen, glaube ich, sind Sie nicht der Geist der Flasche, sondern die Flaschen. Ich habe nicht gewusst, dass ich schon da bin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz der Kritik an meiner Gesundheitsreform muss ich Ihnen sagen, ich bin immer noch leidenschaftlich gesund. Schon wegen der Solidarität und wegen der Lebensqualität. Und um den Menschen zu zeigen, Gesundheit ist etwas für alle Leute, auch für die, die krank sind. Denn Sie, ich will es mal so sagen, wer Politiker ist oder als Politiker der Politik ist oder als Politiker Politik macht und damit im Fernsehen ist, sehen Sie, da ist es ja so, mit dem infiziert man sich. Ja, das ist doch ganz selbstverständlich. Ja? Das war bei Schwester Stefanie so und das war auch bei der Schwarzwaldklinik. Und da wollten die Leute unbedingt operiert werden von Herrn Professor Brinkmann an der Prostata. Und waren wütend, wenn sie keinen Termin bekommen haben. Aber der Mann war ja Schauspieler. Er hatte keine Ahnung von dem, was er da getan hat. Aber er musste es ertragen. Und so ist es bei mir genauso. Ich merke nur, der Mensch will immer das eine haben. Dauert Sonne und immer Gesundheit und eben immer Urlaub. Und dann werden wir Politiker dafür verantwortlich gemacht. Wen eben zum Stockschnupfen noch ein Tripper dazukommt. Aber ich kann Ihnen versichern, ich kann auch nichts für Ihren Tripper. Ich weiß nur, wir müssen die Regierung sanieren, dann können wir auch Rabattsysteme für den Bürger einführen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber da muss der Bürger auch etwas dafür tun, sehen Sie. Sie können auch nicht in ein Geschäft hineinkommen heutzutage und einfach gleich Rabatt bekommen. Da müssen Sie Stammkunde sein. So ist bei der Krankenkasse ganz genauso. Krankheit muss wieder Spaß machen. Ja. Deswegen sagen wir, wer abnimmt und weniger raucht, der bekommt Bonus. Wer aber schlank ist und nie geraucht hat, der bekommt natürlich nichts. Das ist selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Warum, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, wenn ich heute 500 Rollen Toilettenpapier kaufe, dann bekomme ich 3 geschenkt. Kaufe ich nicht eine einzige Rolle Toilettenpapier, bekomme ich auch diese 3 nicht geschenkt. Sehen Sie, Angebote beleben Markt, das ist doch ganz selbstverständlich. Das haben wir bei den Rentnern gesehen, die haben wir auch billig abgegeben. Obwohl es nicht reicht. Es reicht nicht, das Rentenniveau herabzusenken. Sehen Sie, wer heute mit 76 Jahren zum Beispiel in Rente geht und diese Rente noch 50, 60, 70 Jahre in Anspruch nimmt, wie es mal ein Mann wie Dieter Hildebrand ab heute vorsätzlich tut, der muss sich konfrontieren lassen, dass wir auch generell das Lebensalter insgesamt absenken. Für langlebige aufsässige Dieter Hildebrands, da brauchen wir eine Verschiebung der Rentner. Gedacht ist an Libyen oder an den Irak. Ja, denn wissen Sie, bei Dieter Hildebrand, da reicht es nicht mehr, im Krankheitsfall keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr durchzuführen. Dieser Mann lebt auch ohne lebensverlängernde Maßnahmen von ganz alleine. Ja.
Sehen Sie, in Karlsruhe steht jetzt eine alte Pflegerin vor Gericht, weil sie eben alten Menschen Insulin gespritzt hat. Solche Gerichtsverfahren, die müssen künftig ausgeschlossen sein. Denn der Grund dafür, das ist ja gerade der Sinn meiner Gesundheitsreform. Ein Mann wie Dieter Hildebrand ist verantwortlich für die Verschuldung im Gesundheitswesen, aber auch in der Gesamtverschuldung. Sehen Sie, wir haben eine Gesamtverschuldung von 2 Billionen im Staat, obwohl ob 20 oder 2 Billionen, so viele Nullen kann nicht mal ich auseinanderhalten. Also die Mehrheit weiß überhaupt gar nicht, was ihnen fehlt. Ich kann nur sagen, wir haben ein Haushaltsdefizit von 3,8%, aber vor dem Komma. Ja? Und es ist doch so, sehen Sie, Steuereinnahmen und Steuerausgaben, die geschehen oft nicht an einem Tag. Am 1. wird normalerweise der Lohn auf das Konto überwiesen, aber die Miete wird erst am 5. abgebucht. Wenn Sie jetzt Bilanz machen am 2. oder am 3. oder am 4. oder auch am 2. oder am 3. oder am 4. Und 2. auch, Sie können auch am 4. Dann haben Sie viel mehr Plus auf dem Konto, als Sie nach dem 5. Minus haben. Ja. Ja, das ist das heißt, der Etat fluktuiert doch, mal ist weniger auf dem Konto, mal ist sehr viel weniger und manchmal ist meistens auch gar nichts auf dem Konto. Aber dieses Nichts, das haben wir auch generell jetzt einfach anders verteilt. Sehen Sie, ein Arbeitnehmer hat heute nicht mehr 10.000 Euro zu wenig im Jahr, sondern nur noch 9.500. Ja, das ist ein Plus von 500 Euro und das zu 100%, oder anders gesagt. Für 10.000 Euro, die ich nicht habe, kann ich mir 100 Paar Schuhe nicht kaufen. Aber für 9.500 Euro, die ich nicht habe, kann ich mir nur 97 Paar Schuhe nicht kaufen. Da bleibt ein Rest von 3 Paar Schuhen. Mehr braucht ein Mensch im Jahr sowieso nicht. Ja, was soll das? Das kommt immer höher. Ja, also. Vor allem nicht, wenn er ein Minus hat von 9.500 Euro. Aber ein Plus von 500 Euro. Aber Minus und Plus ergeben eben Minus. Das sind die Gesetze der Mathematik. Wir geben uns die größte Mühe, eigene Gesetze wie EU-Stabilitätspakt oder Verschuldungsbarriere im Grundgesetz oder auch Steuergerechtigkeit, um diese Gesetze zu umgehen und zu brechen. Bei den Gesetzen der Mathematik und Physik, da haben wir doch keinen Umgehungsspielraum gefunden. Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen einfach sehen, der normale Arbeitnehmer hat einfach künftig natürlich mehr, weil wir ihn entlasten, aber dafür belasten wir natürlich die Allgemeinheit, was natürlich an den Kindern hängen bleibt, das ist ganz selbstverständlich, schon wegen der Lebensqualität und auch wegen der Solidarität. Aber sie müssen nur keine Kinder in die Welt setzen. Und wenn es schon geschehen ist, dann müssen sie diesen Kindern beibringen, wie man eben Schulden vererbt, das ist doch ganz klar. Damit arbeiten wir doch, sehen Sie, wenn die Berechnungen stimmen, dann gibt es immer weniger Deutsche. Aber das soziale Steuersystem, das wird immer mehr getragen von den Ausländern und Zuwanderern. Das heißt, wenn wir die Vererbung der Schulden lange genug hinauszögern, dann zahlen nicht die Deutschen den Schuldenberg ab, sondern die Kindes- und Kinder der Ausländer. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte meinen letzten Beitrag zum Scheibenwischerende als Teil einer Zeitenwende darstellen. Ich muss einräumen, dass mir das misslungen ist. Zeitenwende, das hat etwas Positives. Da sind ja konstruktive Elemente dabei, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war nicht auffindbar. Es ist nur ein unkontrollierter Niedergang, ein Abbruch ohne System. Ich war die SPD. Wenn Sie sich das ansehen, was sie da macht, ich war jämmerlich und die CDU guckt zu und sieht, passt auf, dass sich die Finger dabei nicht dreckig macht, nicht wahr? Heiner Geißler, meine Damen und Herren, Heiner Geißler, der hat kürzlich gesagt, seiner Partei fehle Mut und Einsicht zuzugeben, dass Sozialismus und Kapitalismus gleichermaßen gescheitert sind. Einzige Reaktion aus seiner Partei, solche Äußerungen sind parteischädigend. Meine Damen und Herren, was heißt das? Es gibt kein Interesse an Inhalten.
nicht wahr? Was Thema ist, entscheidet Glotze und Bildzeitung. Originalzitat Bundeskanzler, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Die Politik, die wird woanders gemacht. Interessenverbände, die machen die Politik, die ziehen die Fäden und an denen hängen politische Hampelmänner, die dann auf der Berliner Puppenkiste uns Demokratie vorspielen dürfen, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Diese Politfiguren, meine Damen und Herren. Die Politfiguren dürfen in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten bei den Klofrauen Christiansen und Illner ihre Sprechblasen entleeren. Und wenn sie bei... Und ja, unterbrechen Sie mich doch nicht, meine Damen und Herren. Ja, lassen Sie das doch. Und lass denn. Ja, ist ja schon gut. Da schütteln Sie den Kopf, nicht wahr? Ist mir immer noch lieber, als wenn so unkontrolliert dazwischen geklatscht wird, nicht wahr? Der Gedanke war überhaupt noch nicht zu Ende. Heben Sie sich das Gejohle für den Schluss auf, nicht wahr? Der Gedanke war vollständig ein anderer, ein vollständig. Dazu ist ja nicht nur die Klofrauen Christiansen und Illner, nicht wahr? Wenn Sie da Ihre Notdurft verrichtet haben, Ihre Intellektuelle, und es tröpfelt nach, da dürfen Sie doch bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne sich unter das Volk mischen. Das geht doch noch weiter, nicht wahr? So sieht's doch aus. So, jetzt haben wir Sie auch, nicht wahr? Ja, danke sehr. Ja, Herr Thierse, nicht wahr? Bei Ihnen, Herr Thierse, sieht man, wenn es noch durch den Bart durch, dass Sie unter diesem Zustand leiden. Da sind Sie ja noch eine Ausnahme. Ich räume Ihnen ein, Herr Thierse, meine Darstellungsweise war von der Wortwahl etwas drastisch. Aber habe ich dazu erfunden, ich war, Guido Westerwelle ist doch keine Comicfigur, den Mann gibt es wirklich. Das ist es doch. Guido Westerwelle, ich war. Das ist womöglich unsere Zukunft. Guido Westerwelle kennt jeder aus den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten, aber keiner weiß, was er will, was vielleicht noch besser so ist, nicht wahr? Der sagt vollmundig, jetzt werde er sein politisches Meisterstück abliefern. Bei der Kür des neuen Bundespräsidenten. Was für eine Drohung, meine Damen und Herren. Worin wird denn sein politisches Meisterstück bestehen? In gar nichts. Ausnahmsweise wird seine Stimme mal bei der Entsorgung eines Politikers gebraucht. Das ist doch alles. Und während er vor sich hin blabt, nicht wahr, da wird bei der SPD Rita Süßmuth exhumiert, nur damit Angela Merkel eine Gallenkolik bekommt. Das ist doch kein Niveau, meine Damen und Herren. Das ist doch jämmerlich sowas. Bundespräsident. Der Bundespräsident. Wenn man diese Debatten hört, nicht wahr, er soll ja eigentlich eine Frau sein, das soll ein Zeichen werden. Aus dem Osten, noch ein Zeichen. Warum nicht noch alleinerziehend und im Rollstuhl, meine Damen und Herren? Weil man ein Zeichen setzen will, soll ein Symbol für das Volk sein. Symbol denn wofür? Dafür, dass diejenigen, die noch weniger zu sagen haben als der Durchschnittsbürger, einen durchgekriegt haben, der es geschafft hat. Das ist doch das Prinzip Superstar-Hoffnung in die Politik. Meine Damen und Herren, der Urnenpöbel wird mit Zeichen abgespeist und Guido Westerwelle ist die Blaupause der kommenden Generation. Und die nächsten Wahlen werden auf dem Fußballplatz entschieden. Die Meinungsforscher, meine Damen und Herren, sind sich einig. Das wird die Realität werden. Wenn Käthe, Tante Käthe, seine Jungen gut zusammenhält, dann können die im Juni 2006 entscheiden, wer 3 Monate später Bundeskanzler wird. Rudi Völler kann Zeichen setzen, meine Damen und Herren. Soweit sind wir. Hat er schon. Er setzt ja schon Zeichen, Rudi Völler, nicht wahr? Erst kürzlich mit seinem Ausbruch. Was für ein Zeichen, meine Damen und Herren. Was wollte er eigentlich sagen? Nicht wahr? Ja, Sie lachen darüber. Können Sie sich an die Botschaft noch erinnern? Nein, eben nicht. Das brauchen wir auch gar nicht, nicht wahr? Der fernsehöffentliche Ausbruch, diese unkontrollierte Kraftmeierei plötzlich, das war doch Event genug. Warten Sie mal ab, wenn die Jahresrückblicke kommen. Endlos werden Sie sie wiederholen, seine Kraftausdrücke. Aber die Botschaft, kein Mensch. Er hatte aber eine, meine Damen und Herren. Rudi Völler hat für Fußball Deutschland das Recht auf Mittelmaß eingefordert. Bravo, nicht wahr? In die Politik mit dem Mann, nicht wahr? Erst Recht auf Mittelmaß, das ist doch ein Steilpass für Franz Beckenbauer als Präsident. Egal ob bei der FIFA oder bei der BAD, meine Damen und Herren, eine kaiserliche Sprechblase, neben der Herr Mayer-Vorfelder wie ein Charakterkopf wirkt. Das ist die Realität, nicht wahr? So sieht's doch aus. Ja, danke sehr, danke schön. Kann man sich nachher bewegen, nicht wahr? Ja, so sieht's doch aus. Ja, das, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Ja, was soll man sagen, noch groß? Mein Gott, mit solchen Figuren lässt uns Hildebrand jetzt alleine. Ist doch auch irgendwie nicht richtig. Ja, wird einem fehlen.
Schlusswort braucht man, was soll man sagen? Man sollte ihn zitieren, meine Damen und Herren. Jetzt, wo er abtritt im Fernsehen, kann man ihn doch mal zitieren. Es gibt einen wunderbaren Satz von ihm, dem hat er mal Herbert Wehner in den Mund gelegt. Den Satz müsste er heute Abend eigentlich den Verwaltern der öffentlichen Unterhaltung und Politik auf den Tisch legen zum Abschied. Ich denke, er macht es sich, er mag sich nicht selbst zitieren. Ich nehme den Satz in Anspruch, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verziehen. Ich habe fertig, meine Damen und Herren. Und jetzt, danke. Ich muss noch etwas sagen. Danke vielmals. Ich muss noch etwas. Die ist echt. Ich muss aber etwas sagen, es ist wie immer ein wenig zu spät und wir überziehen bereits. Und deswegen muss ich ganz schnell mich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen und bei allen, die bei unseren 145 Sendungen tatsächlich für 45 Minuten am späten Abend in ein Studio gegangen sind. Vielen Dank. Und bei denen, die uns eingeschaltet haben, obwohl sie uns manchmal gar nicht gefunden haben, weil wir an einem völlig anderen Tag auf einem völlig anderen... Und ich danke natürlich allen meinen Mitspielern und Mitkämpfern, kann man nicht sagen, Spielern, ja. Und zwar in allererster Linie natürlich Bruno Jonas, in erster Linie Bruno Jonas. Dann Matthias Richtling, bitte. Georg Schramm, Konstantin Wecker, Richard Rogler, Volker Pispers und unserer Band, Jürgen Knieper. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Und nicht zu vergessen, unserem Regisseur, den man nie sieht, Rudi Bergmann. Heute ist er auf der Bühne, kommt er, von irgendwo kommt er, da kommt er, Rudi. Okay. Und durch die Gasse, unser langjähriger und verdienstvoller Redakteur Uwe Römmelt. Zum Schluss und natürlich allen, der Redaktion, der Produktion, der Technik, dem Ton, der Bühne, allen vielen Menschen, die hier uns geholfen haben, vielen und vielen, die jetzt auf dem Rolltitel stehen werden, allen denen danken wir alle, denn sie haben uns, ich kann nur sagen, so wie wir gearbeitet haben, wir haben uns gegenseitig verdient. Und zum allerletzten Schluss, dieser Satz, den ich nie vergessen habe, da hatte ich nie einen Hänger. Gute Nacht. Ja.